willkommen zur Arztshow. Es gab lange keine Arztshow. Und jetzt, wo es in Deutschland Künstler sozusagen Berufsverbot haben, wir dürfen jetzt keine Workshops machen, keine Veranstaltungen, mache ich wieder verstärkt Arztshow. Und heute habe ich einen Gast, das ist Tatjana. Und Tatjana wird mit mir zusammen etwas Freies, Intuitives malen. Und Tatjana hat so etwas noch nicht gemacht. Was malst du so, Tatjana? Ja, das stimmt. Das habe ich noch nie getraut, etwas Spontanes aus dem Kopf, nee, nicht aus dem Kopf, einfach frei zu malen, habe mir noch nie getraut, weil ich einfach, wenn ich nicht weiß, was jetzt kommt, da habe ich echt eine Angst vor einer leeren Leinwand, muss ich sagen. Deshalb bin ich gerne hier, das mal auszuprobieren. Das ist genau richtig, dann bist du genau zur richtigen Stelle. Auch viele Zuschauer wahrscheinlich haben Angst davor, aus dem Nichts etwas zu erschaffen. Aber wir werden das heute machen. Unser Malkurs heute heißt frei und intuitiv aus sich heraus malen. Viel Spaß dabei. Und wie fängt man an? Das ist doch immer die große Frage. Hier ist die weiße Leinwand und wenn man keine Idee hat, was soll man hier machen? Das wäre wunderbar. Dann wäre das ein weißes Quadrat. Ja, das wäre ein weißes Quadrat. Genau. Ja, sollen wir so lassen? Nein, wir machen jetzt was. Und zwar fangen wir mit schwarzer Farbe an. Ja, du bist nicht so begeistert. Aber mit schwarzer Farbe machen wir jetzt ganz wilde Linien. Ganz wilde Linien. Bitteschön. Und du machst auf deine Seite, ich mache auf meine Seite und dann kommen wir so weit. Also guck mal, ohne nachzudenken, einfach so. Versuch es nicht besser zu machen, mach es einfach so. Auf gerade Linie, oval, rund. Du musst auf meine Seite kommen noch. Darf ich zu meiner Seite? Ich weiß ja nicht, natürlich. Okay. Komm. Genau. Wunderbar. Ja. Eine Frage an dich, Tatjana. Seit wann malst du, wenn ich fragen darf? Also ein bisschen malen, also zeichnen, würde ich sagen, könnte ich schon immer. Aber richtig ein Bild zu malen, habe ich angefangen während Quarantäne. Also das war dieser Lockdown im März, hat mir dazu gebracht. Also da habe ich einen positiven Moment rausgezogen. Und hier seht ihr die Bilder, was Tatjana macht. Das sind ihre Bilder. Tatjana macht ja ganz andere Sachen als das, was wir hier machen, und das ist ja umso interessanter, was jetzt wird aus unserem Bild. Okay, also wir haben sozusagen jetzt so ein Fundament. Das ist Fundament des Bildes, und jetzt geht es darum, dass wir mit ganz vielen Farben einfach wild drauf losgehen. Ich werde es dir zeigen, das ist dir wahrscheinlich völlig fremd, sowas. Absolut. Ich verstehe das. Einigen von euch wahrscheinlich auch. Aber das macht nichts. Also wir brauchen jetzt einige Farben. Das kannst du jetzt bei dir auch machen. Also ich nehme jetzt gelb, rot, rosa. Und ich kann alles nehmen, was... Alles, was du möchtest. Okay. Ja. Je mehr, desto besser. Blau. Grün. Schwarz brauchen wir jetzt nicht mehr. Schwarz. Genau. Und dann schon so orange, glaube ich. Ja, das möchte ich auch. Ja, natürlich. Was ist deine Lieblingsfarbe? Hast du eine Lieblingsfarbe? Ich mag am besten, also wenn ich Bilder male, dann mag ich Türkis sehr gern. Habe ich mir gedacht, als ich deine Bilder gesehen habe. Ja. Bläulich, ne? Ja. Also ansonsten Lila mag ich auch gern. Und alle Farben sind eigentlich schön. Ja. Das kann man nicht so auf einmal. Sehr gut. Ich sage auch immer,
Ein Künstler hat keine Lieblingsfarbe, weil alle Farben sind gut. Ja. Ich mag jede Farbe. Es ist die Frage, wie man das gebraucht. Ne? Genau. Zum richtigen Moment, zur richtigen Farbe. Das ist das Geheimnis. Okay, so, wie machen wir das? Mache ich das mal und dann kannst du mir nachmachen. Also, jetzt denke ich aber nicht so viel nach. Nicht so viel nach. Also zum Beispiel jetzt sehe ich blau, das mache ich hier so blau rein. Und wir versuchen gar nicht so genau reinzumachen. Wenn ein bisschen schwarz reinkommt, ist ja nicht so schlimm. Genau. Und dann mache ich hier auch sowas. Also wir versuchen diese Felder zu füllen. Genau. Ganz genau. Genau. Erstmal ganz wild, ganz wild. Genau werden wir später arbeiten. Okay? Nicht sehr viel nachdenken. Das ist das Schwierigste. Ja, versuch es, versuch es. Versuche so schnell wie möglich. Also ich nehme das Speed-Training auch. So schnelles Malen. Jetzt geht es darum, dass wir diese schreckliche weiße Leinwand mit Farbe voll machen, okay? Wir überlegen uns das später, was wir alles daraus machen können. Mal lesen. Doch. Ja, ein bisschen schneller, ein bisschen schneller, schneller, schneller. Nicht so viel nachdenken. Du kannst nichts falsch machen. Überhaupt nichts falsch machen. Und mit Schwarz, wenn er sich vermischt, ist nicht. Ist okay, ist okay. Und das wird jetzt dein erstes abstraktes Bild, oder? Ja, tatsächlich. Wahnsinn! Und wie lange malst du schon? Ganz Leben. Ich bin mit Pinsel geboren. So. Ich male seit meiner Kindheit tatsächlich. Aber so professionell, wo ich mich entschieden habe, ich werde jetzt richtig Künstler und Maler, 20 Jahre. Oh, das ist aber richtig lange Erfahrung. Das stimmt, ja. Das stimmt. Es ist nicht immer einfach gewesen. Aber was ist schon einfach? Übrigens, wir können jetzt Tatjana diese Farben ein bisschen aufhellen, weil das sieht immer so dunkel aus. Acryl dunkelt auch in der Nacht, es wird ja dunkler. Wir können mit Weiß noch. Ne? Ja. Aber wenn man jetzt noch Weiß dazu gibt, dann kann man ja zum Beispiel aus so einem Blau noch helles Blau machen. Ne? Mhm. So, ich mache meinen Pinsel auch ein bisschen sauber. Ja. Wahrscheinlich haben einige von euch gemerkt, Tatjana ist ursprünglich aus Russland. Und wie waren die russischen Schulen, was die Kunst angeht? Oh, das kann ich in der Tat nicht sagen, weil ich habe als Kind 2 Jahre nur gemacht in der Kunstschule. Mhm. Dann konnte ich das leider nicht machen wegen unserer Familiensituation. Also war keiner, der mich da hinbringen konnte. Okay. Leider. Aber ich muss sagen, die Ergebnisse, die ich gesehen habe, also von Kindern, die das tatsächlich 4 Jahre gemacht haben, das war echt ganz schöne Bilder am Ende. Richtig mit Öl gemalt und ich denke, die Schule ist da schon richtig stark. Also ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber damals war das sehr gute Schule bei uns, also in unserer Stadt zumindest. In Russland und in so östlichen Ländern, ich komme ja viele wissen davon aus Georgien und da ist genauso, in solchen osteuropäischen Ländern ist der gegenständliche figurative Malerei sehr wichtig, ne? Ja, ja. Aber weniger abstrakt. Ja, das stimmt. Obwohl ganz viele russische Künstler abstrakt waren in den 20er Jahren. Die haben abstrakte Kunst gegründet. Ja. Malevich, Kandinsky und Roscoe stammt auch übrigens aus Russland. Ne? Deswegen,
Aber das Volk hat es wahrscheinlich nicht so angenommen, das Abstrakte. Nee, und es gibt tatsächlich die Recherche, welche Bilder man am liebsten kauft. Ja. Und in Russland sind das... Jetzt bin ich gespannt. Ach, mit dem Wort... Okay, ich weiß, was du meinst. Ich muss jetzt übersetzen, weil ich hier... Das ist ja Gegenstände, also ja, zum Beispiel eine Vase mit Blumen. Genau, also das kauft man? Ja. Stillleben. Stillleben, stimmt, Stillleben heißt das. Oder die Paysagen, Landschaften. Landschaften, ja. Ja. Und also, in Osteuropa und Westeuropa sind tatsächlich... Das ist fast merkwürdig. Ja, ja, also meine Erfahrungen sind so, du machst ein bisschen wieder, genau, ja, sehr gut. Würde dir einen größeren Pinsel geben? Ein bisschen dickeren Pinsel? Ich würde dir ein bisschen dickeren Pinsel. Vielleicht besser nicht hingucken, was ich mache, vielleicht geht das dann besser. Oh. Das ist ein Krumm. So, wo waren wir? Wir haben über Russland, über... Abstrakt. Genau, abstrakt. Ach, das haben wir gezählt mit so einem Pinsel. Hast du noch nie gemacht? Nee, ja. Ein Pinsel. Ja. Ein bisschen auf der einen Seite, dann nehmen wir das wieder aus. Sehr gut, also ich glaube, wir schaffen das ganz kurz. Ich dachte, das ist also mit Stillleben, das ist Vergangenheit. Aber nein, tatsächlich immer noch. Man mag in Russland sowas Stillleben zu haben. Ja, ja, da denke ich mal, weißt du, die meisten Leute sehen da etwas und dann denken sie, oh, er kann malen. Ja. Das sieht genauso aus wie jetzt der Baum oder die Tasse oder eine Vase. Ne? Ja. Und, aber das haben wir hinter uns, das war vor 200 Jahre, 150 Jahre. Die Malerei hat sich entwickelt. Das haben Italiener schon. Es ist gut, sowas zu lernen, aber das kann man nicht ein Leben lang machen. Verstehst du? Ja. Und zum Beispiel, es ist interessant, was für einen Sinn hat so eine abstrakte Malerei. Es geht darum, ich verstehe das so, Klee, das ist ein Schweizer Künstler vor 100 Jahren, 120 Jahren, er hat es wunderbar erklärt, das unsichtbare Malen. Etwas, was nicht sichtbar ist. Also Vase sehen wir, das ist jetzt etwas, ich male das ab, ja, das ist der Tod. Das gibt's schon. Ich male das ab. Aber wenn du zum Beispiel jetzt versuchst, eine Emotion zu malen. Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig, aber Malevich hat uns mit schwarzen Quadrat. Schwarze Welt gebracht. Genau, damit hat er uns alles Mögliche gemacht. Und zum Beispiel, wenn du jetzt, du stehst ja vor der Kamera, das ist ja wahrscheinlich neu sowas für dich, und wenn du jetzt aufgeregt bist als Beispiel, ne? Und dann malen wir so, dann kommt ja deine Emotion des Aufgeregtseins und Spannung, so kommt alles hier rein. Verstehst du? Du kannst das transportieren und dann ist das dein Bild. Es ist nicht die Vase, es ist nicht der Baum. Das hat was mit dir zu tun. Das gab es vorher noch nicht. Du hast das erschaffen. Deswegen mag ich so abstrakte Bilder. Und sowas werden wir jetzt versuchen, heute zu malen. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Das ist jetzt für dich, muss doch so fremd wirken für dich, oder? Ja, das wirkt schon etwas fremd, ja. Aber wenn man zurückgeht, dann sieht es besser aus, ja? Ja, wenn man zurückgeht, das ist eine ganz andere Wirkung. Mhm. Man sieht nicht diese Pinsel, also Kleinigkeiten. Mhm. Das Wilde, ne? Das Wilde. Ja. Deswegen werden wir jetzt genau das, wie es von Weitem aussieht, so machen, dass es von hier genauso gut aussieht. Wie machen wir das? Wir werden
jetzt mit weißer Farbe, ein paar Inseln sozusagen ausarbeiten. Und ich zeige dir, wie wir das jetzt machen. Das ist weiße Farbe angesagt. Und jetzt nehmen wir wieder so ein bisschen kleinere Pinsel. Und wir gucken einfach, oder? Guck mal, wir machen jetzt so eine Linie. Okay, du trennst die Flächen so. Genau, sehr gut gesagt. Trennen so ein bisschen. Und dann, dass es möglichst so frei aussieht. Das hier so, wo du möchtest. Diese schwarzen Linien sind hier schon vorgezeichnet sozusagen. Ja. Und dann gehst du da so ein bisschen, dass es ein bisschen ersichtlicher wird. Dass wir voneinander trennen, die Farben sozusagen. Ich glaube, du bist für abstrakte Kunst geboren und du weißt das. Das sagst du. Ja, perfekt. Das ist eine Pinselführung. Sehr schön. Und eins möchte ich noch unseren Zuschauern erklären. Es ist schon ein Unterschied, wenn du zum Beispiel so langsam machst oder wenn du es so machst. Ja. So hast du ja Schwung und Dynamik in den Bildern. Okay, ich versuche es. Dass möglichst alles in Verbindung zueinander bekommt. Dann sieht es aus wie fast wie ein Mosaik. Ja, das hat was von Mosaik, das sieht. Malst du jetzt regelmäßig? Hast du mal Stunden für dich oder je nachdem, wann du Zeit hast? Ja, das ist schon abhängig, also wenn ich Zeit habe, aber ich versuche, wenn ich frei Zeit habe, zu malen. Also schon in der letzten Zeit, in der Woche auf jeden Fall male ich schon etwas, ein Bild. Mhm. Pro Woche ein Bild. Hoch ein Bild und egal ob es klein oder groß, also nee, manche Bilder brauchen mehr Zeit, aber so ungefähr pro Woche ein Bild. Sehr gut. Okay, nächster Schritt wäre, jetzt haben wir das schon gesehen, was ich gemacht habe, lass uns jetzt mit kleinen Inseln anfangen, so wie hier zum Beispiel. Und wir machen das einfach so hell, so weiß. Also bei dir wäre zum Beispiel hier, da könntest du vielleicht weiß machen. Das verfärbt sich ja, das macht nichts. Ne? Oder hier, genau, irgendwo was Kleines, genau. Oder ich kann jetzt so diese große Fläche machen. Also wir haben jetzt das beruhigt, ja, merkst du das auch, ne? Das ist ruhiger geworden. Also dieses Bild ist ja jetzt
wir haben es im Zaun gehalten, sozusagen. Na, wo könntest du das noch machen? Okay, ich glaube, das reicht jetzt. Jetzt werden wir als nächstes die Flächen, die wir so wild gemacht haben, ein bisschen mit besser zum Leuchten bringen, mit besserer Farbe, weil das ist, hat sich vieles verwischt. Aber dazu muss das Bild erstmal trocknen, das ist ja noch nass. Das heißt, ich würde dann so, wenn du jetzt mit uns zusammen malst, also 20 Minuten Pause machen, dann sind die Farben wieder trocken und dann gehen wir mit sauberer Farbe. Ich habe jetzt zum Beispiel dieses Blau auch ein bisschen heller gemacht. Ja. Kann ich mir vorstellen, hier noch mit Blau reinzugehen. Und seit wann malst du abstrakte Bilder? Also bestimmt nicht gleich mit abstrakten Bildern. Gleich nicht. Ich habe, als ich meine Kunstausbildung hatte, da habe ich, also am Anfang war ich, als ich so für mich entschieden habe, ich werde jetzt Künstler werden, war ich mehr so bei Impressionisten. Mhm. Monet? Ja. Man sieht wahrscheinlich, wenn man meine früheren Bilder kennt, da sieht man so ein bisschen Einfluss von Impressionisten. Und Van Gogh. Mein Lieblingsmaler. Und dann, was passiert dann? Ja, was passiert dann? Dann passiert etwas, dass ich einen Satz von Kandinsky lese. Kandinsky, was ist Kandinsky? Der große russische abstrakte Maler. Und er sagt etwas sehr Interessantes. Einige kennen von mir nur diesen Satz, ich zeige ständig, weil das war ja so, dass als ich das gesehen habe, gelesen habe, dann dachte ich, ich weiß jetzt, worum es geht. Also er hat gesagt, es ist interessanter, das zu malen, was noch nicht da ist, anstatt abzumalen, was schon da ist. Ja. Ja, wir haben so ein bisschen hört sich, interessant. Ja, das heißt, wir malen jetzt etwas, was nicht da ist, wir schaffen das von uns aus. Ne? Und das ist ja interessanter als was jetzt schon, guck mal, das ist jetzt so, ja, irgendwas abmalen, das ist ja schon da gewesen, wir wiederholen das. Ne? Oder interessant ist wahrscheinlich eine Mischung zwischen was da ist. Das ist ja noch interessanter, genau. Aber was da ist, das vielleicht anders gestalten nochmal. Ne? Eigene Charakter. Klar, wenn man jetzt einen Baum malt, kann man dem Baum eigenen Charakter auch geben. Aber es wird immer ein Baum bleiben. Aber man kann das Malen lernen, damit du Baum, Vase, Apfel in deine Fantasie umwandelst und daraus was eigenes machst. Ne? Ja. Dafür ist es gut, das malen zu können, natürlich. Aber wir sind noch beim ja, meistens denkt man beim Abstrakt so Wischiwaschi, ne? So Wischiwaschi. Aber ich bin ja nicht so ein Wischiwaschi-Maler. Bei mir hat alles so einen, wie soll ich sagen? Das hat doch seinen Sinn. Ja, Sinn und das ist, hat ja so Ästhetik, ne? Ich brauche das Ästhetik. Was meinst du? Hier sollte man Gelb einsetzen, oder? So richtig, oder? Das war eine andere Idee. Was du sagst, machen wir. Ja.
machen wir ein Gel. Ja. Gel, ne? Was, ja. was helles? Ja, weil Gel das wäre schön, dass ich das wiederhole. So was hier zum Beispiel. So ja, Gel kann man. Und Zitrone. Zitronengel, genau. Und das ist auch für Zuschauer interessant, wenn man solche Bilder macht, dass manche Farben miteinander korrespondieren. Ne? Dann hat es so ein Signal von da, wird ein Signal zu hier gegeben. Ne? Zu da und es wiederholt sich und dann ist so eine Harmonie. Ja. Ne? Harmoniert ja. Okay, dann mache ich jetzt was Helles. Hellgelb. Also ich muss sagen, ich male ziemlich selten mit Pinsel. Nicht? Ja. Ja, ja, ich habe so so Spachtel, Rakelwerkzeuge. Und jetzt kommt hier noch ein Werkzeug, was mir eine sehr, sehr große Rolle spielt. Wenn wir jetzt damit fertig sind, dann zeige ich dir. Das sind die nicht, wahrscheinlich muss man wissen, wie man das hält und so schwer ist es nicht. Einfach so. Das ist nicht so schwer. Okay, was denkst du jetzt? Es gibt ja so ein paar Stellen, die so schmutzig aussehen. Zum Beispiel sowas hier oder hier zum Beispiel, das kann man ja auch wegmachen. Ja, oder da. Genau, da kann man ja noch vielleicht so ganz sauberes. Violett, ne? Magenta, genau. Ich nehme von dir ein bisschen Blau. Also wenn man gelbe Farbe auch reinbringt, sofort hast du Licht im Bild. Ne? Das ist ja meistens mit Gelb möglich. Ja, gut, genau. Das bringt so Dynamik, weißt du? Genau. Damit es nicht alles so gesetzt aussieht. Ne? Genau. Oh, einfach so. Traurig. Ja, einfach so, natürlich. Da kann man nichts falsch machen. Das ist ja auch ein bisschen schmutzig. Genau, dann mach es weg. Mach es weg. Hast du schon mal mit Schwamm gearbeitet? Ich habe das versucht, aber ich glaube, da muss auch man wissen, was man damit macht. Weil wenn Farbe zum Beispiel anfängt zu trocknen, wenn du drauf machst, dann ist es ja so wie Löcher. Also das sieht nicht schön aus. Ich glaube, man muss das abkönnen. Dann machen wir als nächstes jetzt Schwamm. Also mit Schwamm, ne? Geht es darum, so saubere Flächen zu machen, so wie es mit Pinsel nicht geht. Zum Beispiel, guck mal. Wenn wir das jetzt vergleichen, das sieht anders aus als mit Pinsel. Es geht um Struktur. Ne? Und eine Idee ist, von mir zum Beispiel, ich in meiner Malerei verwende ich sehr oft so einen Rahmen. Das heißt, mit einer Farbe ist ja alles so umrandet. Okay. Kannst du dir sowas vorstellen? Ich glaube ja. Ja? Okay, dann ist das jetzt, muss es nicht eine Farbe sein. Du nimmst diese Farbe so und dann tupfst du das einfach so. Nimmst du viel Farbe? Nein, nee, nicht so viel. Es muss ja nicht so voll werden. Einfach so. Guck mal. Untere Farbe leuchtet noch so durch. Hier ist die Farbe. Die gleiche, die gleiche. Also da, genau. Okay. Du machst das auf deine Seite, zum Beispiel kann ich mir vorstellen, das hier so, hier so, ne? So bis hier. Ich mache bis hier. Einfach guck mal so. Richtig an der Kante, ja. Genau, bis dann ein bisschen feiner, ein bisschen mit Gefühl. Ja, das reicht schon, das ist gut. Hier so ein bisschen hier noch so und dann ist es gut. Es muss ja ein bisschen noch zu sehen sein im Hintergrund.
nicht alles so voll machen. So, mal gucken, wie es von Weitem, wenn das aussieht. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, ist genau richtig. Ja. Oh ja, wir können das hier so lassen und man kann hier noch weitermachen. Das lassen wir so, damit nicht alles so gleich aussieht. Weißt du? Und hier. Genau. Vielleicht sonst mal weniger drücken, oder? Na, das machst du schon sehr gut. So, hier. Also es muss ja nicht so komplett umrandet sein, nur so ein bisschen. Kann man vielleicht so ein bisschen hier so reinkommen, ja. Irgendwie so eine Spuren, das ist bei dir nicht so. Weil zu viel Farbe. Das ist jetzt nur die Farbe, ne? So ein bisschen gucken, also, was da so Farbe ist. Die druckst du nicht so drauf. Nee, nee, genau. Tupfen. Ja. Tupfen heißt das Zauber. Küchen-Instrument. Schwamm ist für mich sehr wichtig. Also wir sind fast am Ende. Also das sieht schon sehr, sehr freundlich aus, aber das sieht ein bisschen brav aus. Brav, so, weißt du, verstehst du, so nett. Wir wollen ein bisschen mehr Action reinbringen. Action machen wir mit Farbe werfen. Ui. Farbe werfen, genau. Welche Farbe würdest du? Ja, genau. Welche Farbe würdest du jetzt werfen? Das kann man. Muss das einfach sein? Ich würde eine Farbe machen. Eine Farbe? Ja, weil das ist so viel überall und das kann man verwirren, wenn man zu viele Farben hat. Lass uns das mit einer Farbe versuchen. Was wäre deine Idee? Ich weiß nicht, weiß oder ja, genau. Also, wir werfen jetzt weiße Farbe. Ui. Und das sieht immer sehr leicht aus, aber ist es gar nicht. Okay, du nimmst jetzt diesen Pinsel. Also, wie macht man das? Das ist, kann man jetzt alles voll sauber. Soll ich zur Seite gehen? Ja, so, guck mal. So voll und dann. Oh, nicht, dass ich hier einfach schmeißen, ja? Genau, einfach schmeißen. Ja, das ist ein anderer. Okay. Das war mir nicht so gedacht, bei dir ist das anders. So? So? Aber bei mir sind trotzdem Tropfen, bei dir sind wir Linien. Ja, du machst einen Tropfen, ist okay. Aber ich möchte so wie du. Wie machst du das? So? So. Ja. Und dann? Ja, das ist besser, schon mal besser. Du hast schon eine Linie, sehr gut. So. Das ist wie Sport. Man muss irgendwie. Oh, ich weiß nicht, dass es so schwierig ist. Ah, das ist gut. Ah, das ist klappt das schon. Sehr gut. Aber die Tropfen sind auch gut. So Punkte sind auch gut. Weiter? Ja, natürlich. Klar. Wir sind noch gar nicht so weit. Es geht ja nicht nur so, sondern auch so. Ja? Das bringt viel, oder? Für das Bild. Ja. Wie machst du das zu Hause? Hast du ganze alles überdeckt bei dir? Ich habe tatsächlich einmal. Das war gut. Ich habe das einmal so Action Painting. Das wird so Action Painting. Ja. Einmal habe ich gedacht, ich drehe zu Hause einen Clip. Ne? Und dann ging es darum, ne? Sofa und alles war voller Farben. Ich habe nicht gedacht, dass es überall spritzt. Ne? Was ist der Ton? Ja, das war jetzt bei mir. Oh, das war jetzt immer so ein bisschen dicker. So ein bisschen dicker ist auch gut. Sehr gut.
Also wir sind jetzt zum Entschluss gekommen, dass wir mit dem Bild fertig sind. Das ist jetzt sozusagen dein erstes abstraktes Bild. Ich hoffe, ihr mögt das auch. Wie nennen wir das Bild? Was Positives wolltest du? Was Positives? Ja. Irgendwas mit Freude, Freude, Sommer. Also wir haben November, wir haben Corona, wir haben Lockdown. Das ist schwierig, jetzt was Positives, aber lass uns trotzdem irgendwas Hoffnungsvolles finden. Was könnte das sein? Irgendwas Hoffnungsvolles, so Farben, ne? So bessere Zeiten. Bessere Zeiten. Bessere Zeiten, ja. Bessere das Zeiten. Da, ja. Bessere Zeiten, das ist eine gute... Better times. Ja. Wie wäre das auf Russisch? Lutsche, Lutsche, Vremena, Hausche, Vremena. Bessere Zeiten, also das ist, das Bild heißt bessere Zeiten. Ich wünsche euch alle bessere Zeiten als das, was wir heute haben. Und wir sind damit zu Ende. Es hat Spaß gemacht mit dir. Wie war das für dich? So, das war für mich auch, das ist eine ganz schöne Erfahrung, was ich gerade gemacht habe. Und tatsächlich ist ein Bild entstanden, was ich mir nicht vorstellen konnte. Ja, vielen Dank. Gerne. Kannst du dir vorstellen, sowas auch alleine zu machen irgendwann? Ja, also ich kann mir das schon vorstellen. Muss man nur ganz schön mit Folien alles so. Genau. Weil das letzte hat mir sogar also sehr Spaß gemacht, ja. Okay, wir werden gucken, was du so magst und dann zeigen. Alles klar. Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ich glaube, es war ein sehr, sehr gutes Bild. Vielen Dank, dass du da warst. Bleibt gesund und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.